Es gibt im Weltall keine Grenzen. In diesem gewaltigen Universum sind unsere nächsten Nachbarn die Objekte innerhalb des Sonnensystems. Wir haben dieselbe Herkunft und dasselbe Schicksal. Unser Sonnensystem wurde vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren aus einer riesengroßen Gaswolke geformt. Ironischerweise könnte die gewaltige Kraft der thermonuklearen Druckwelle eines in der Nähe explodierten Sterns die direkte Ursache für unsere Schöpfung gewesen sein. Die verwüstende Kraft der Druckwelle könnte das labile Gleichgewicht der ursprünglichen Gaswolke gestört haben, wodurch ein Teil der Materie nach innen zum Mittelpunkt hin kollabierte. Dabei wurde ein neuer Stern erschaffen, unsere Sonne. Und aus einem winzigen Prozentsatz der kollabierenden Materie entstand die facettenreiche Vielfalt der Planeten, die wir heute um uns herum haben. Wir sind, mit anderen Worten gesagt, nur die Überbleibsel der Geburt unserer Sonne. Die Planeten wurden in der rotierenden Scheibe von Staub und Gas geboren, die übrig blieb, als unser Mutterstern gebildet wurde. Felsige Planeten bildeten sich im inneren Sonnensystem, während rätselhafte Gasriesen weiter draußen entstanden. Und dann, als ein heftiger Wind von schnellen Atomen von der Sonne her zu blasen begann, oder vielleicht von einem nahen heißen Stern oder einer Supernova in der Nähe, konnten nur Planeten mit einer beträchtlichen Größe ihre Atmosphäre behalten, während die letzten Reste der losen Wolke zwischen den Planeten weggefegt wurden. Im Zoo der Himmelskörper unseres Sonnensystems gibt es also felsige Welten. Und riesige, gasförmige Planeten. Obwohl das Sonnensystem noch deutlich mehr Überraschungen bereithält, hat Hubble sein Auge auch auf andere Sterne gewandt, auf der Suche nach Planetensystemen. Astronomen beginnen gerade ihre Suche nach weiterem Leben im Universum. Zunächst konzentrieren sie sich darauf, erdähnliche Planeten zu finden. Im Jahre 2001 gelang Hubble der erste direkte Nachweis einer Atmosphäre eines extrasolaren Planeten und eine Bestimmung ihrer Zusammensetzung. Das Messen der chemischen Zusammensetzung der Atmosphären von extrasolaren Planeten wird uns eines Tages erlauben, nach Kennzeichen von Leben außerhalb der Erde zu suchen. Alle Lebewesen atmen und das ändert die Zusammensetzung der Atmosphäre so, dass sie leicht entdeckt werden können. Astronomen glauben, dass es viele Planetensysteme ähnlich dem unseren gibt, die um andere Sterne in der Galaxie kreisen. Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt von Sternen setzt sich in einem endlosen Kreis fort, in dem Sterne aus Gas und Staub geboren, für Millionen oder Milliarden von Jahren leuchten, sterben und als Gas und Staub zurückkehren werden, um neue Sterne zu bilden. Die Nebenprodukte dieses andauernden Prozesses sind Planeten und die chemischen Elemente, die Leben möglich machen. Durch die ganze Weite des Weltalls also setzt sich die ewige Ebbe und Flut des Lebens fort.